Detectives aren't supposed to get bloody knuckles. But I've done a lot of things I wasn't supposed to do. I lived through it all. Beatdowns, the backstabbing. Murdered. Sole Suspect. Es gibt vermutlich schönere Dinge nach dem Leben, als auch noch seinen eigenen Tod aufklären zu müssen. Aber genau dies gilt es in dem von Airtight Games entwickelten Action-Adventure Murdered Sole Suspect zu tun. Als Detektiv Ronan O'Connor geistert ihr, im wahrsten Sinne des Wortes, nach eurem Ableben durch die Spielewelt und schlüpft in Menschen hinein, um mit deren Hilfe Hinweise zu eurem Tod zu finden oder Gegenstände von A nach B zu bewegen. Doch aufgepasst, ihr seid mit Sicherheit nicht der einzige Passagier dieser Schattenwelt. Enemy Front. Kaum haben wir im Mai die fiesen Nazi-Schergen in Wolfenstein The New Order von der Bildfläche geballert, kommt mit Enemy Front ein waschechter World War II-Shooter um die Ecke. Wem moderne Kriegsführung inzwischen langsam zum Halse raushängt, sei der Ausflug in das vor 10 Jahren noch ziemlich angesagte Banner-Setting gegönnt. Wir konnten uns auf der letztjährigen Gamescom ein Bild von Enemy Front machen und wurden positiv überrascht. Dank CryEngine 3 sieht das Spiel sehr hübsch aus und lässt euch bei der Gestaltung von Missionsabläufen viele Optionen offen. It is said that the first sport, the original main event that thrilled the masses, considered the greatest spectacle of all. EA Sports UFC. Hierzulande ist die UFC ja zumindest im Fernsehen das Schreckgespenst des Abendlandes. Auf den Spielkonsolen erfreute sich die Kampfsportreihe, früher von THQ, großer Beliebtheit. Jetzt kommt EAs Erstlingswerk in Sachen Octagon Mixed Martial Arts Klopperei auf den Markt. Auf dessen Fahne steht vor allem Realismus, ein neues Ganzkörperdeformationssystem, ein ultra-realistisches Bewegungssystem und eine pfiffige KI erwarten die Fighter. Und Kung-Fu-Legende Bruce Lee gibt es für Vorbesteller obendrauf. The humans never asked for our war. Transformers Rise of the Dark Spark. In diesem Sommer kämpfen die Autobots wieder gegen die fiesen Decepticons. Und das tun sie nicht nur im Kino, im neuesten Michael Bay-Blockbuster Transformers Age of Extinction, der bei uns ab 17. Juli zu sehen ist, sondern auch auf diversen Konsolen im Actionspiel Rise of the Dark Spark. Darin wetteifern Gut und Böse um ein uraltes und mächtiges Relikt, das für alle Zeiten das Schicksal besiegeln soll. Ein neuartiges Levelsystem soll Single- und Multiplayer-Modus verbinden und umfangreiche Entwicklungsmöglichkeiten für die 40 Charaktere der bisherigen Filme sowie der beiden Spiele Kampf um Cybertron und Untergang von Cybertron bieten. Welcome to Sniper Elite 3, a tactical shooter that rewards stealth, planning and execution with thrilling immersion gameplay and genre-defining ballistics. Sniper Elite 3 Africa. Mit Sniper Elite 3 Africa geht die erfolgreichste Scharfschützensimulation in die nächste Runde. In der Rolle von OS5-Mitglied Fairburn verschlägt es euch im Zweiten Weltkrieg hinter die feindlichen Linien des deutschen Afrika-Korps, das es zu bekämpfen gilt. Dieses Mal ist das Game noch stärker auf die Handlungs- und Auswahlmöglichkeiten des Spielers ausgerichtet und bietet zusätzlich noch weitläufigere Terrains. Nichts für Wohnzimmer-Rambos, sondern die logische Wahl für coole Köpfe mit einem ruhigen Finger im Abzug. Grid Autosport. Heimlich, still und leise rast eine bekannte Rennspielmarke in diesem Monat auf die Bildschirme. Grid ist zurück! Und auch dieses Mal lautet die Devise: Lebe deinen Traum vom Leben als Profi-Rennfahrer.
Trete Teams bei, verdiene Belohnungen von Sponsoren, schlage deine Rivalen und fahre Seite an Seite mit deinen Teamkollegen. Völlig schnuppe, ob GT, Muscle Cars, Tourenwagen, Formelsport oder Destruction Derby. Dazu kommt noch Multiplayer Racing über das RaceNet mit wöchentlich neuen Herausforderungen und neuen Racing Clubs für Online-Wettbewerbe. Party-Modi sowie kompetitive und kooperative Splitscreen-Modi ergänzen den Karrieremodus und den Online-Part des Spiels. Habt ihr genug Benzin im Blut? One Piece Unlimited World Red. Mit One Piece Unlimited World Red kommt ein besonderes Abenteuer auf die Strohhutpiraten zu. Denn der Manga-Autor von One Piece hat hier höchstpersönlich am Spiel mitgearbeitet. Ein mysteriöser neuer Feind mit Namen Red stellt sich der beliebten Piratenbande in den Weg und scheint mit seinen geheimnisvollen Fähigkeiten alles und jeden beeinflussen zu können. Neben der Hauptstory wartet außerdem auch ein spannender Kolosseum-Modus auf euch, in dem ihr mit 12 der beliebtesten Charaktere gegen die bekanntesten Figuren des Mangas antreten könnt. Habt ihr das Zeug, der König der Piraten zu werden?